Du sag mal, was ist eigentlich Brexit? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ach, ach so! Ja, ob ich mir diesen Stuhl hier weiter. Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Spencer TV. Wow, Leute, worum geht's? Ich sag nur eins: Brexit. Oder um mit Spencer und Elvis zu sprechen? Das haut dich um, was es für dich zu sehen gibt. Tja, Leute, gestern Abend, also da war noch alles anders, quasi in Ordnung. Da ließ ich es mir auch noch gefallen, dass die Welt so war wie unser Spencerdorf. Oder um mit den Queech Boys zu trällern. Guten Abend, gute Nacht. Aber dann, heute Morgen, Karl Gustav, zeig's ihnen! Ja, was war über Nacht passiert? Ganz einfach, die Menschen in Großbritannien, das ist das Land mit der Queen Elizabeth auf so einer großen Insel, die alle Englisch sprechen, so wie wir Deutsch, also die haben per Abstimmung mit Urne und Zettel und so, die haben entschieden, dass sie aus der EU, der Europäischen Union, in der 28 Länder Gemeinsamkeiten und Verträge miteinander haben, dass sie da, pups, aussteigen wollen. Raus, tschüss. Nicht mehr in dieser Staatengemeinschaft der EU mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter und so fort. Großbritannien einfach weg. Sind es nur noch 27 statt 28 Ländern? Ja, und da habe ich mir überlegt, wie das wäre, wenn zum Beispiel einer bei uns aus dem Spencer-Runddorf, wenn der aussteigen würde. Warum? Naja, weil ihm der Chef nicht mehr passt, der Spencer, oder weil er sich nicht oder sie nicht einordnen oder unterordnen wollen, weil die Mehrheit in unserem Dorf etwas anderes will als diese einzelne Person. Ja, Beispiel: Elvis will immer ganz akkurat den Rasen, die Bäume, die Sträucher, passt auf jeden Fall englischer Rasen. Und da will er dann auch nicht mehr im Studio sein, weil sein Traumexpress und sein Stück Land rundherum, die sind ihm wichtiger als die Gemeinschaft des Dorfs. Das Dorf dagegen will aber keinen englischen Rasen, sondern Sträuche, Bäume, Wiesen in Natur. Aber das will Elvis nicht. Also geht er. Wie das britische Volk, beziehungsweise 51 oder fast 52% davon. Die wollen auch ihren eigenen Kram machen, steigen aus. Wollen sich nicht nach den anderen richten müssen. Ja. Kann ich jetzt gehen? Elvis, die paar Minuten kann dein englischer Rasen auch noch Hast warten. du eine Ahnung von englischem Rasen, wie schnell der wächst? Wir haben ausgemacht, beim ersten Fingerschnipp, den ich heute mache, darfst du gehen. Ja, und beim Tschüss sagen muss ich wieder da sein. Nun mach schon endlich Schnipp und sag jetzt ganz spät Tschüss, ist doch ganz einfach. Leute, unser guter Elvis ist unter die Gärtner gegangen. Das sieht er ja in dem Hut. Überall rings um seinen Eisenbahnwagen eine einzige Rasenfläche. Stets ganz kurz geschoren. Das nennt man englischen Rasen. Kann ich jetzt gehen? Elvis! Dein Gerede über meinen englischen Rasen brauche ich mir doch nun wirklich nicht anzuhören. Mensch, ich habe so viel zu tun. Ich muss die ganze Natur in Ordnung bringen, Sträucher raus, Bäume fällen, damit ich die Übersicht habe, Durchsicht, Weitsicht. Leute! Ich weiß doch schon. Leute, der Elvis fällt mir auf den Wecker mit seiner Klängelei. Wir lassen ihn ja bald gehen, aber beim Tschüss sagen bist du wieder hier. Spencer, ja doch. Kann ich jetzt endlich gehen? Erst wenn ich Schnipp gemacht habe. Dann mach endlich Schnipp. Ja, und dann war er weg. Heißt im Fall Brexit, Großbritannien geht, wie Elvis aus dem Runddorf, aus der EU, der Europäischen Gemeinschaft. Und dann singen die Queech Boys zurecht. Was will denn der hier? Hau ab, Elvis, wir sind auf Sendung. Na Jungs, seid ihr klar zum Song? Hä? Dann lass uns mal anfangen und Ex und Hopp. Die Welt so wie bisher zu sehen, scheint langsam aus dem Leim zu gehen. Nichts ist mehr, wie es mal war. Ja, diese Welt,
die ist dann nicht mehr so, wie sie mal war. Ob das gut ist oder schlecht, es hat auf jeden Fall Konsequenzen. Und bei Elvis, um hier beim Runddorf-Beispiel zu bleiben, bei dem kam es zu einer späten Einsicht. Also, vergleichen wir mal rausgehen, weggehen mit Elvis, Bäume weg, Sträuche weg, Rasen kurz. Was ist da passiert und was führte zu einer neuen Einsicht? Ah! Oh! Also, Elvis! Das ist jetzt aber Elvis! Jawohl! Jetzt endlich habe ich die ganz große Ordnung geschaffen. Den völlig freien Durchblick. Elvis! Suchst du was, Elvis? Ja, siehst du doch. Ich weiß, was du suchst. Den letzten Baum. Nee, Schatten suche ich. Das ist doch dasselbe. Unsinn, ein Baum ist ein Baum und Schatten ist Schatten. Sieht so aus, als hätte ich mir den letzten Schatten abgesägt, Lulu. Da wollte ich mich nach getaner Arbeit im Schatten ausruhen. Und nu? Lauter Sonne. Komm zu mir. Im Wagen ist es schattig. Nee, ich wollte doch so gerne draußen. Jetzt hab ich den Durchblick und den Überblick und die Weitsicht. Und die Einsicht. Ja. Dass dir der Schatten fehlt. Pflanz dir doch neuen Schatten. Was? Ich soll mir neuen Schatten pflanzen? Neuen Schatten pflanzen. Aber, na ja, ich meine, ja, das ginge. An vielen Büschen sind ja noch die Wurzeln dran. Ein Glück, dass Kasi die nicht mitnehmen wollte. Lulu, das ist eine tolle Idee von dir. Was? Schatten pflanzen. Und dafür darfst du dir auch was wünschen. Oh ja! Die EU wird wohl keine Lulu haben. Und die überzeugende Schattenfrage, und ob die Menschen in Großbritannien wie Elvis sehen, ob es gut war, gehen zu wollen, wer weiß das schon? Fällt mir gerade ein, die Schotten, ihr wisst schon, die Geizkragen, die wollen ja wieder in die EU. Mal sehen, wie viele Engländer dann nach Schottland emigrieren. Ich sag jedenfalls jetzt erstmal Tschüss und schreibt, wenn es euch gefallen hat, und Daumen hoch oder Abo, euer Kalle von Spencer TV. Und morgen gibt's wieder Neues von der EM.